Hi zusammen, willkommen zur 7. Ausgabe MJ Update. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Und weil das heute die 7. Folge ist, gucken wir uns mal an, was es mit der Zahl 7 so auf sich hat rund um Michael Jackson. Außerdem habe ich ein Unboxing dabei und ganz viele News. Also bleibt dran und viel Spaß! Willkommen bei einer neuen Folge MJ Update. Ich habe einiges mitgebracht. Erst einmal ist euch bestimmt aufgefallen, dass sich der Kanal ein bisschen geändert hat. Ich habe ein neues Logo, das neue MJ Update Logo in gelb-schwarz. Und ich habe ein bisschen aufgeräumt, denn ich habe die Konzertvideos, ich bin ja auch ein großer Konzerte-Fan, habe ich auf einen neuen Kanal rübergeschoben, auf Konzertjunkie CGN. Wenn ihr euch für Konzerte interessiert, gerne meinen zweiten Kanal liken. Ich habe ihn hier oben irgendwo verlinkt. Da würde ich mich freuen. Und auf diesem Kanal wird es jetzt vorrangig Michael Jackson Content geben aus dieser Serie MJ Update. Da mache ich weiter. Und vielleicht mache ich auch noch ähnliche Formate mit anderen Künstlern. Ich bin auch noch Prince-Fan, Mariah Carey, Madonna, Janet Jackson. Da könnte ich vielleicht auch mal so eine Folge machen. Das ist aber noch gar nicht geplant. Ich bleibe jetzt erstmal bei Michael Jackson. Mal gucken, wie ich da so Lust habe. Und ihr habt bestimmt auch gemerkt, die letzte Folge ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich habe jetzt einmal gedacht, dass ich so alle 2 Wochen ein Video mache. Da komme ich aber leider nicht immer zu. Also, ich werde die Videos nach Lust und Laune machen. Mal dauert es 2 Wochen, mal 3 Wochen und jetzt sind es, glaube ich, 4 Wochen her. Aber so ist nun mal der Lauf der Dinge. Ich war ein bisschen erkältet, dann arbeite ich natürlich. Das hier ist nur ein Hobby und ich verdiene hier nichts mit. Also, ich mache das aus Spaß an der Freude und ich hoffe, euch gefällt das trotzdem. Und ja, jetzt steigen wir mal in die Themen ein. Jetzt wird's mysteriös. Und zwar, was hat MJ mit der Zahl 7 zu tun? Sprechen wir erstmal über das Offensichtliche. Michael Jackson. Jeweils Michael und Jackson bestehen aus 7 Buchstaben. Aha. Dann, Michael Jackson ist 1958 geboren. 19 plus 58. 77. Also kommt die 7 wieder vor. Michael Jackson ist am 25. eines Monats gestorben. 2 plus 5 ergibt wieder 7. Black or White und Billie Jean waren beide 7 Wochen lang auf Platz 1 der US Billboard Charts. Auch wieder die 7 im Fokus. Und Michael Jackson war das 7. Kind von 10. Also auch wieder die 7. Also das sind jetzt so die Zahlen, die man mit der 7 mit Michael Jackson in Verbindung bringen kann. Aber was hat denn die 7 noch mit Michael Jackson zu tun? Und da gucken wir uns einfach mal das Dangerous Cover an. Und zwar hier unten gibt es diesen kleinen Zirkusdompteur. Der hat einen Hut auf und da drauf ist eine 7. Da kommt die 7 wieder mit ins Spiel. Was hat das zu bedeuten? Dann schauen wir uns das History-Album an. Michael Jackson trägt hier eine Armbinde. Und was steht da drauf? 777, also 3 7er. Also. Und wenn wir uns den Teaser, den Michael Jackson-Werbefilm anschauen, trägt er dort die eben gleiche Binde mit der Zahl 777 drauf. Was hat das zu bedeuten? Das ist aber noch nicht alles. Wenn wir uns das Scream-Musikvideo anschauen, da sehen wir Michael Jackson mit einem schwarzen Latex-Oberteil und da drauf ist eine große 7. Das heißt, die 7 zieht sich bei Michael Jackson irgendwie durch. Im Song Blood on the Dance Floor besingt er auch 7 Inches In, also auch von einer Klinge, die 7 Inches groß ist. Also die Zahl 7 kommt dort auch in dem Song vor. Und das Plattencover Blood on the Dance Floor, manche sagen auch, dass Michael Jackson eine 7 nachmimt in Form seines Tanzes. Hier sieht man es vielleicht nochmal ein bisschen besser. Könnte das eine 7 sein? Michael Jackson in Form der Ziffer 7? Na? Und es gibt noch ein paar Punkte mehr. Es gibt nämlich den Song 7 Digits, also 7 Ziffern. Der ist unveröffentlicht und der sollte zur Dangerous-Zeit war der geplant, dass der veröffentlicht wird. Für Blood on the Dance Floor hat man den nochmal in Erwägung gezogen, wurde aber durch Superfly Sister ersetzt.
Und einige nehmen eben an, dass all diese Zusammenhänge, dass die 7 doch immer irgendwo auftaucht im Michael Jackson Kontext, dass eben diese Zahl ja seine Lieblingszahl war. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass angedacht war, dass es wohl ein Albumprojekt mit 7 gab und so weiter. Ich kann das nicht bestätigen, ich habe dazu nichts weiter gefunden. Also diese Zahl 7, ja, wenn man das ein bisschen googelt, da bauen sich so ein paar Mythen auf oder auch Verschwörungstheorien um die Zahl 7 und Michael Jackson. Das ist nicht ganz ernst gemeint, aber zum Anlass der 7. Folge gibt es eben diesen kleinen Mythos rund um Michael Jackson, die Zahl 7, was hat die zu bedeuten? Ja, wir sind jetzt hier einmal diesen Mythos etwas auf den Grund gegangen. Also Fakt ist, die Zahl 7, die kommt bei Michael Jackson durchaus vor, auf Plattencovern, im Musikvideo. Er hat sogar einen Song mit der Zahl 7 geschrieben, den gibt es. Aber ob Michael Jackson jetzt da mehr hinein interpretiert, als manche vermuten, ist es wirklich seine Lieblingszahl? Naja, und diese Zahlenspielereien, 19 plus 58 ergibt 77, ja, ich glaube, das ist auch nicht so ganz ernst gemeint. So, und jetzt starten wir auch gleich mit dem Unboxing. Ich habe nämlich wieder was bestellt. Hier ist was drin, es wurde geliefert aus England. Und ja, schauen wir mal nach, was da drin ist. Tada! Was haben wir denn da? Ein wilder Mix. Wir haben einmal ein offizielles Michael Jackson T-Shirt mit dem Ghosts-Motiv. Sehr cool. Aber es ist noch mehr drin. Was haben wir denn da? Ein zweites Shirt mit dem Blood on the Dance Floor Cover. Sehr cool. Ja, es muss sich ja lohnen. Da haben wir das dritte. Und zwar London O2, ein This Is It Konzert-Tour-T-Shirt mit der 8 hinten drauf. Also das wäre ein T-Shirt, das bei dem 8. This Is It Konzert verkauft worden wäre, wenn die Konzerte denn stattgefunden hätten. Es war nämlich geplant, dass für jedes Konzert der 50 This Is It Konzerte gibt es ein eigenes T-Shirt in einer eigenen Farbe. Also es gibt 50 verschiedene Farbtöne, also von schwarz bis weiß, von grün bis gelb, von rot bis braun, ist alles dabei. Und auf jedem T-Shirt wäre dieses Motiv gewesen auf der Vorderseite und auf der Rückseite die Ziffern 1 bis 50. Und das steht denn für das Konzert, das man besucht hat. Und so hätten die T-Shirts während dieser This Is It Konzerte, wären die in den Verkauf gegangen. Und noch eins, das ist aber auch das letzte. Ja, da haben wir noch ein T-Shirt und zwar ein Thriller T-Shirt mit dem typischen Schriftzug Michael Jackson Thriller und auf der Rückseite die Playlist des Albums von Wanna Be Starting Something bis The Lady in My Life. Also, ich habe mir wieder 4 neue T-Shirts gegönnt, alle bestellt im King of Shops. Das ist ein britischer Michael Jackson Shop, wo es nur offizielles, ja, Merchandising gibt. Also sehr zu empfehlen. Ich verlinke euch das auch hier rein. Und ja, das ist mein neuer Einkauf, Unboxing. Aber das war noch nicht alles. Hier gibt es noch ein weiteres Stück, das neu in meine Sammlung reingekommen ist. Und zwar habe ich im Secondhand-Laden diese DVD gefunden. Nee, diese Blu-ray sogar. Und zwar ist das der Moonwalker-Film von Michael Jackson in der Steelbox.
Also, richtig gut aufgemacht. Das Cover ist hier in dieser Steelbox drauf geprägt. Blu-ray hier oben drin. Und wenn man das aufmacht, ist hier die Blu-ray und es befindet sich ein Booklet in der Blu-ray mit ganz vielen Aufnahmen vom Moonwalker-Video oder Moonwalker-Film, die während der Sessions gedreht worden sind. Natürlich das Smooth Criminal Set ist hier drin und ganz viele Aufnahmen. Also es ist eine richtig coole Zusammenstellung. Die hatte ich auch noch nicht, die ist neu in meiner Sammlung. Den Film habe ich natürlich auf VHS, auf DVD, aber die Steelbox ist jetzt neu hinzugekommen. So, und hier kommt nun der News-Blog und das sind doch einige News, die sich da aufgelaufen haben und damit starten wir mal. Ich muss das mir diesmal aufschreiben. Es gibt immer noch keine News zur Thriller 40 Doku, also keine Updates und keine Veröffentlichungstermine. Auch zu den Jacksons gibt es kein Update. Wir wissen immer noch nicht, warum die Nordamerika-Konzerte und alle weiteren Konzerte, ich glaube, aus Australien waren auch welche geplant, es wird alles abgesagt. Es gibt immer noch keine offizielle Stellungnahme, warum diese nicht stattfinden. Am Broadway hat sich was geändert, und zwar der Michael Jackson-Darsteller im MJ-Musical, Miles Frost, für den endet jetzt seine Laufzeit, sein Vertrag. Und einen neuen Darsteller gibt es, und zwar Elijah Johnson, EJ auch genannt, hatte in der Vergangenheit auch schon Auftritte im König der Löwen Musical am Broadway, glaube ich, oder Los Angeles, ich weiß nicht, auf jeden Fall in den USA. Und er war Mitglied der Band Kids Pop und er wird jetzt in der nächsten Saison übernehmen und den Hauptdarsteller, also Michael Jackson im Musical, ersetzen. Dann gab es ein Yahoo-Interview und zwar mit Steve Barron. Das ist der Regisseur von dem Musikvideo Billie Jean. Und Barron hat in dem Interview auch über seine Zeit gesprochen, als das Video veröffentlicht wurde. Er war nämlich entsetzt darüber, dass MTV dieses Musikvideo nicht spielen wollte. MTV hat ja Anfang der 80er nur Musik gespielt, Rockmusik, und hat sich als weißer Musikvideosender gesehen und Barron war entsetzt darüber, dass eben dieses Video Billie Jean nicht gezeigt wurde, weil das halt wirklich ein Meilenstein war. Und ja, letztendlich hat es das mit Verspätung hat MTV diesen Clip gezeigt und ist damit ja das erste Video eines schwarzen Künstlers, das auf MTV gezeigt wurde. Neuigkeiten zum Biopic. Da gibt es einiges. Einmal hat der Film die höchsten Steuergelder der kalifornischen Filmförderung bekommen, die jemals für einen Film freigemacht wurden. Budget ist immer daran gekoppelt, wie viel man erwartet, dass für eine Produktion in Kalifornien ausgegeben wird. Wenn die Einnahmen sehr hoch, also wenn die Ausgaben sehr hoch sind, dann kann ein Film eine sehr hohe Filmförderung bekommen. Und die aktuellen Prognosen sind, dass für den Film zu erwarten ist, dass man über 120 Millionen Dollar in Kalifornien für die Produktion des Filmes ausgeben wird. Und deshalb hat eben die Filmförderung so viel Budget für diesen Film freigemacht. Und das ist Rekord. Der auf Platz 2 steht Top Gun Maverick. Das ist der Film mit Tom Cruise, der, ich glaube, letztes Jahr in den Kinos lief. Der hat, glaube ich, 18 Millionen Dollar von der Filmförderung bekommen. Und ja, der Michael-Film hat das nochmal übertroffen. Und das zeigt die Dimension, dass dieser Film wirklich in der A-Klasse angesiedelt ist in der Produktion. Also es wird eine sehr große Produktion, die wird sogar Bohemian Rhapsody übertreffen von Freddie Mercury. Und damit ist das wirklich ein gigantischer Aufwand, der da betrieben wird für diesen Film. Und in dem Zusammenhang ist auch noch interessant zu erfahren, Prince Jackson veranstaltet ja jedes Jahr, also der Sohn von Michael Jackson, Prince Jackson, veranstaltet jedes Jahr im Namen seiner Hilfsorganisation Heal Los Angeles eine Halloween-Party, eine Michael Jackson Halloween-Party,
auf seinem Anwesen Havenhurst, also da, wo auch seine Eltern gewohnt haben, Catherine und Joseph Jackson. Und auf Havenhurst findet jedes Jahr diese Thriller-Halloween-Party statt, zu Ehren von Michael Jackson. Und dieses Jahr wird diese Party nicht stattfinden, weil genau in der Zeit Dreharbeiten auf Havenhurst geplant sind. Also das bedeutet, der Film dreht auch an Originalschauplätzen, wo Michael Jackson tatsächlich gelebt hat. Einmal in Havenhurst und auch auf Neverland wird gedreht. Das ist auch schon durchgesickert, dass auf Neverland ja einiges hergerichtet wird für die Dreharbeiten am Film. Also Originalschauplätze sind da auf jeden Fall auch mit drin. Ausführender Produzent ist übrigens Graham King, das hatte ich auch noch nicht erwähnt. Und alles im Allen scheint es eines der größten Biopics aller Zeiten zu werden. Dann gibt es noch eine Meldung über Jeffrey Phillips, der Lebensgefährte von LaToya. Die waren von 95 bis 2015 fast 20 Jahre lang befreundet oder auch liiert. Phillips soll, als Michael Jackson starb, in seinem letzten Anwesen über 100 Gegenstände mitgenommen haben. Goldene Schallplatten, aber auch ganz viele Festplatten, Computer, Awards, also alles Mögliche, was Michael Jackson gelagert hat in seinem Hause, hat er mitgenommen. Philip sagt, Catherine, also Michael Jacksons Mutter, hat ihn damit beauftragt, diese Dinge mitzunehmen. Aber Catherine sagt, nein, ich habe ihn da gar nicht mit beauftragt. Also die hat das über ihren Neffen Tash Jackson verlauten lassen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Und der Michael Jackson Estate, die Nachlassverwalter, die wollen diese 100 Gegenstände nun gerne wieder haben. Und da befindet man sich gerade in einem Rechtsstreit. Und auch da gibt es auch unterschiedliche Meldungen von Phillips, dass er sagt, dass er eben ja, von Catherine beauftragt wurde. Aber warum rückt er die nicht einfach raus? Warum muss es zum Gerichtsverfahren kommen? Also ist auch insgesamt auch eine komische Geschichte, die dahinter steckt. In Deutschland gab es eine News, und zwar in der Westdeutschen Zeitung gab es einen Artikel von Dieter Dirks. Dieter Dirks hat ein Tonstudio in der Nähe von Köln in Pulheim in Stommeln und hat dort unter der Schlagzeile, als Michael Jackson nach Stommeln kam, auch erwähnt, wie damals die Zusammenarbeit mit Michael Jackson war. Und zwar erzählt er, dass er Michael Jackson äußerst diszipliniert erlebt hat und eine sehr angenehme Ausstrahlung hatten. Aufgenommen wurde damals in Stommeln, die History Tour eine kleine Pause hatte, ist Michael Jackson nach Stommeln, nach Köln geflogen und dann nach Stommeln gefahren in dieses Studio und hat dort mit Dirks zusammen an seinem Song Ghosts gearbeitet. Also ein Song aus Blood on the Dance Floor, hier auf das T-Shirt, wurde hier in Köln, in der Nähe von Köln, aufgenommen. Und zwar nicht komplett, da wurden Feinheiten gemacht. Und das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Eine aktuelle Meldung zum Verkauf der Songrechte. Ich habe euch ja erzählt, dass der Michael Jackson Estate aktuell Songrechte verkaufen möchte. Den Michael Jackson Musikkatalog, also wo alle offiziellen Michael Jackson Songs drin sind. Und da gab es jetzt eine Meldung, dass der für 900 Millionen Dollar verkauft werden sollte. Aber ein Finanzverwalter prüft das wohl gerade und das ist alles noch nicht unter Dach und Fach. Und eine letzte Meldung, Caroline Thompson ist eine Autorin des Films Edward mit den Scherenhänden und sie hat jetzt aktuell verlauten lassen, dass Michael Jackson damals Tim Burton wohl sehr häufig angefragt hatte, dass er Interesse an der Rolle hatte. Aber Thompson beschreibt die Situation so, dass Burton Jackson hat abblitzen lassen. Also der hat gar nicht auf seine Versuche reagiert, was ich sehr schade fand, weil Edward mit den Scherenhänden ist ein fantastischer Film und Michael Jackson hätte natürlich super in der Rolle des Edward gepasst. Sehr schade, dass sich Burton dazu nicht äußert. Mich hätte interessiert, warum er das abgelehnt hat oder auch gar nicht erst in Erwägung gezogen hätte. So, das war es für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gerne liken und abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.